Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther P. und das hier ist ein kleines Let's Play zu Minecraft. Und diesmal auch in einem bisschen kleineren, anderen Texture-Pack. Und zwar benutze ich normalerweise hier DokuCraft Lite, aber diesmal werde ich DokuCraft High benutzen, weil ich gerade so ein bisschen high bin. So, gehen wir in unsere Let's Play-Welt, wo es immer noch so schön regnet. Ach, ist das herrlich. Und guck mal, wie es hier ein bisschen anders aussieht. Ah, hier so ein bisschen anders, da so ein bisschen anders. Kleines bisschen sieht jetzt ein bisschen stärker. Der Kontrast zwischen dem hellen und dem dunklen Holz ist ein bisschen stärker. Und die Kisten sehen so ein bisschen, ja, hochnäsig aus. Um nicht zu sagen bonzig. So, können wir mal draußen noch ein bisschen gucken, wie es da aussieht. Okay, die Weizendinger sind so ziemlich gleich geblieben. Das Gras ist, glaube ich, ein bisschen heller. Tiere sind auch, glaube ich, so ziemlich gleich. Die Rosen und die gelben Nelken oder was weiß ich, das ist, sehen auch gleich aus. Fenster sind ein bisschen anders. Die haben jetzt so ein, ja, so ein goldenes Ende, eine goldene Ecke. So, wir gehen jetzt aber erstmal schlafen. Immer so früh aufstehen. Oh, wir haben auch noch zwei Brote. Ich bin dafür, dass wir ein bisschen mal das Feld bewirtschaften. Ja, und gerade noch mal den Schwierigkeitsgrad korrigiert. Ich vergesse es mich immer wieder vor der Aufnahme. Ist schlimm, ist alles total schlimm hier. Ist auch voll das scheiß LP hier. So. Übrigens habe ich jetzt, das habe ich vorhin gesehen auf meinem Kanal, 100 Abonnenten. Ich werde dazu auch noch ein Special machen, also seid da ruhig ein bisschen beruhigt und ich weiß leider nicht genau, wann das kommt und wie viel Zeit das in Anspruch nehmen wird, weil ich da noch keine Ideen habe. So. Aber ich habe da sonst niemals Ideen. Was wollte ich denn hier machen? Ach genau, da wollte ich Wolle hin machen. Grüne Wolle, um genau zu sein. Ach genau, da haben wir auch so lange Kakteen gesucht. Ach Gott, habe ich viel Weizen. Da haben wir auch so viel Kakteen gesucht, ne? Da habe ich keinen einzigen Kaktus gefunden. Wo ist denn der Crafting Table? Da ist er. Wieso auch immer der da in der Kiste liegt. So, da nochmal. Ah, ich kann nochmal gerade hier, ne? Too many items wegschalten. Braucht ja keiner. So, bam, ein Brot. Noch mehr Brot. Brot für die Welt. Ja. Alles klar. Muku und andere Mukus, bitte zusammentrommeln. So. Die beiden machen jetzt ein bisschen Liebe. Ein bisschen Liebe machen. So, jetzt haben die beiden anderen Kühe. Wen haben wir denn noch hier? Da. Ein Schaf und noch ein Schaf. Da geht's scharf zur Sache. So, jetzt wollte ich noch einen Huhn. Huhn Nummer 1. Huhn Nummer 2. So. So. Ja, ja. Folget mir alle, meine Anhänger. Meine Zeugen. Nee, ich meine Zeugen, sondern meine... Ach, wie ist das immer in der Bibel, die Leute, die Jesus verfolgt haben? Keine Ahnung. Die Bibel soll voll das schlechte Buch sein, habe ich nie gelesen. So. Genug für Liebe auf dem Planeten gesorgt. Moment, ich trage die mal alle noch ein bisschen weiter hier so Richtung Mitte. So, jetzt sind sie auch ein bisschen verteilter. Das ist auch ein bisschen schön. Dann müssen sie sich da alle so drängeln in der Ecke. Das ist natürlich auch nicht ganz so schön für die Tiere. Aber, naja. In Massentierhaltung ist das ja sowieso nicht. Also, von daher könnte ich die Tiere ja schon ganz glücklich schätzen. Was steht eigentlich als nächstes auf dem Plan? Also jetzt hier so bautechnisch. Ich denke mal, das Haus zu Ende bauen, das ist schon mal eine ganz, ganz gute Maßnahme. Ist das eine Wüste? Ich sehe da auf jeden Fall Sand. Und zwar nicht allzu wenig. Aber ich weiß nicht, ob das nur Küstenstrand ist oder ob sich da so eine ganze Wüste hinbildet. Hinvegetiert. Nee, das sieht nicht ganz danach aus. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen
tragisch. Ich habe letztes Mal schon, keine Ahnung, 15 Minuten lang oder eine gefühlte Stunde gebraucht, um eine Wüste zu finden. Erfolglos, wohlgemerkt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine finde. Wenn ja, dann wäre es natürlich richtig awesome. Weil, wie gesagt, Kakteen und so brauche ich. Ach, da noch liegt noch ein Ei rum. Hitlers rechtes Ei. Hat er verloren. Ist das eine Wüste? Ich sehe Sand. Ich sehe mehr Sand. Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück. Oh, der Minecraft-Ingame-Sound ist aber noch ein bisschen laut, ne? Oh, Sound hier ein bisschen leiser. Ah, das sieht dann an der Wüste aus. Wuhu! Ja, das sind auch schon die ersten Kakteen. Letztes Mal suchen wir hier 15 Minuten oder eine Stunde oder wie lang auch immer. Hier, zack, 5 Minuten, gerade um die nächste Ecke gegangen und schon eine Höhle. Schon eine Wüste. Oder eine Wüstenhöhle. Sieht recht strange aus. Wenn ich ehrlich bin. Okay, ich finde auch, dass das Tokocraft High Package ein bisschen komisch aussieht. So, ich gucke mich mal hier ein bisschen in der Wüste um. Vielleicht erkennen wir ja noch so einen Wüstenbrunnen oder so. Wüste scheint nicht gerade die größte zu sein. Kommt mir so vor. Aber da haben wir ja bald Glück, denn die Wüsten bzw. alle Biome sollen ja vergrößert werden in 1.3. Hallo, tiefes Loch. Ist das zufällig eine Höhle? Oh. Oh. Ich will hier raus! So. Mach ich mal gerade hier runter. Oder nennen wir es Fallen. Ich will da einfach nur rauf. So, da lang. Da lang. Das ist hier schon voll die Adventure Map, wie man hier raufkommt, ey. Jetzt habe ich dieses Loch auch ein bisschen größer gemacht. Egal, dann übersieht man das nicht so leicht und fällt auch nicht ganz so leicht hinein. Au! Böser Kaktus! Böse! Noch mehr Kakteen. Noch mehr Sand. Sand, soweit das Auge reicht. So, nachtrinken. Scheint die Wüste aber noch ordentlich weiterzugehen. Also ist wohl vielleicht doch nicht ganz so klein, wie ich vorerst gedacht habe. Ist ja schon mal praktisch. Von Praktika. Es ist praktisch von Praktika, dass sie Praktiken praktizieren. Awesome. Ich mag das immer, wenn sowas natürlich vorkommt. Sieht immer recht geil aus. Man kann es selbst nicht so bauen. Ich weiß, man kann es mit Fackeln und so simulieren, aber es ist nicht so, ja, so wahrer fliegender Sand. Das glaube ich erst, wenn Sand fliegt. So, hier jetzt noch die letzten paar Kakteen und dann geben wir uns, glaube ich, wieder auf die Rückreise, weil hier haben wir jetzt genug gesehen hier von dem Kakteenland. So, weiter und so fort. Findet man hier noch irgendwas interessant auf der Ebene? Ja, Tiere. Das sind total interessante Lebewesen. Menschen nicht. Nee. Menschen sind total uninteressant. So, hoppeln wir mal hier ein bisschen lang noch. Bisschen sind wir so wie Bugs Bunny. Oh. Oho. Oho. Ho, ho, ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich hab meinen Sack auf dem Rücken. Ho, ho, ho. Sumpfgebiet oder wonach sieht das aus? Ja. Boah. Blaue Pilze. Die nehme ich mal lieber nicht mit. Hier ist noch so ein bisschen Schneegebiet. Ach, da geht's weiter, Schneegebiet. Ich habe schon gedacht, so ein 10x10 Blöcke großes Schneegebiet ist ein bisschen sehr klein. Sieht alles nicht so schlecht aus hier. Oh. Wieso sind da Zombies und so ein Quatsch runter? Ich hoffe, die haben total hell. Ja, bitte sterben. Aua!
Alter, wie viele das sind, ey. Oh ne, Ingame-Sound ist wirklich ein bisschen laut, vor allen Dingen die ganzen Zombies. Muss ich den vielleicht mal noch ein bisschen runter kalkulieren? So, 20. Müsste jetzt aber gut sein. Gut, gut, gut. Ich hab den Mut. Knut, Knut, der hat Mut. So. Rote Pilze! Juhu! Brauchen wir, weil die roten Pilze so selten sind. Und mit den roten Pilzen und den braunen Pilzen, oder in diesem Textverwerk die blauen Pilze, kann man sich ja Pilzsuppe machen. Und die ist immer sehr schmackhaft. Es wäre jetzt geil, dass da zwei Hühner ausgekommen sind, aber eigentlich wollte ich das Brot essen. Egal, später, wenn sie groß sind, esse ich sie eben. So hat alles seinen Sinn. So, wir begeben uns jetzt mal nach Hause, weil wir, wie gesagt, jetzt den Kaktus haben. Oder die Kakti. So. Lieber nicht. Das ist mir jetzt ein bisschen zu riskant. Ah, was ist das Spiel in meinen Augen da? Wie amagal. Wuhu. Was ist das denn? Ich dachte, die kommen nur im Dingsbumsgebiet vor. Der Wüste. Was ist das denn? Oh. Ach, hallo, bist der Ork. Zum Glück sind mir die Orks hier friedlich gesonnen, ne? Oh. What the fuck? Jemanden! Das nehmen wir doch mal mit. Wie geil ist das denn? Das ist ja richtig cool. Und da ist auch noch ein alter Sack. Da auch noch eine Kiste drin ist. Ich will da eigentlich mal rein, aber die Tür ist ein bisschen hoch. Na, sehr schlau. Komm, jetzt schaffen wir das. Können wir das schaffen? Ja, das schaffen wir. Nee, schade, hier ist kein Ding drin. Ja. Außer vielleicht das Ding vom Ork, aber naja. Das will ich nicht haben, / sehen. So. Wie kommen wir denn hier in das Gebäude rein, in diesen großen Turm? Ach da. Ja, Moment, ich... Ja, zack. Ein bisschen improvisieren, also hier ist nichts. Nicht wahr? Was ist das? Oh, das ist mehr so ein Handwerker. Ist auch keine Kiste, ich denke, ganz oben wird auch keine sein. Nee. Schade. Ist ja richtig. Ich glaube, ich habe jetzt hier auch schon alle Gebäude durchgeguckt. Oh, ich glaube, es ist dunkel geworden, oder? Habe ich Wolle? Nee. Sonst würde ich einfach hier irgendwo schlafen. Ich kann ja mal hier auch ein bisschen für Licht sorgen. Schau mal. Ich lasse hier gleich überall Zombies auch noch im Inneren hier von spawnen. Ja, lass mich runter. Meine Fresse. Ach, hier sind schon Fackeln. Ich brauche hier noch gerade einen hin. So. Oh, hallo Zombie. Da, Spinne! Die mich immer ihren Hinterteil angreift. Alles klar. Wobei, Spinnen schießen ja aus ihrem Hinterteil auch die Weben, ne? Also die Spinnenweben. Macht das irgendwie schon so ein bisschen Sinn? Bei der Macht von Grayskull macht das Sinn. Oh, hallo Creeper! Stirb! Geht doch. So, ich wollte hier jetzt noch ein bisschen ausleuchten. Ich find's richtig geil, dass ich einen Diamanten gekriegt habe.